Jo, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Create Life 3. Und wir machen heute an der Stelle weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir wollten uns ja nochmal ein bisschen umgucken hier nach interessanten Ressourcen suchen. Und dann würde ich sagen, dann legen wir auch gleich mal los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und jetzt let's go. Da sehe ich gerade auch schon wieder Eisen. Holen wir uns natürlich. Siehst du, wir haben das Eisen noch im Ofen, ne? Da können wir uns ja auch eine Eisenspitzhacke machen. Und ich hatte mir in der letzten Folge extra das Buch zurechtgelegt hier im Schnellinventar. Das werden wir uns später auch nochmal angucken. Das ist das Tierlexikon, was es alles für Tiere hier in der Mod gibt. Da können wir mal fix durchgucken, würde ich sagen. Ich habe es mir auch noch nicht genau angeguckt, selber. Von daher gucken wir uns das dann mal zusammen an. Wollen wir das gleich mal machen? Es gibt eigenartige Kreaturen hier. In der Oberwelt, im Nether und auch im End. Und das hier ist ein Leitfaden, um uns bei den ganzen Mobs zu helfen. Guck mal, zum Beispiel Grizzlybär. Den können wir jetzt auch anklicken und dann können wir lesen, wo der beheimatet ist und was wir mit dem so alles machen können, ne? Also sehr, sehr interessant. Jetzt habe ich es wieder zugeschlagen. Wir haben hier Schlangen, wir haben verschiedene Vögel, Fliegen. Da habe ich schon mal eine platt gemacht im Probe. Spielstand und da kriegt man dann eine Made raus, das weiß ich schon. Sonnenvogel, Gorilla sogar. Krokodile, Gämsen, hier Gazellen, Knochenschlange, Roadrunner. Den gibt es, glaube ich, auch wirklich, ne? Hier Hammerhai, Höhlen-Tausendfüßer. Ameisen hatte ich auch schon gesehen und die Krebse habe ich auch schon gesehen. Hier haben wir ein Enderbärtier. Hier geht es noch weiter. Den Stuhlschnabel haben wir ja gesehen in der letzten Folge. Elefanten gibt's. Seelengeier. Naja, und Haufen Tiere, die auch ein bisschen strange sind, ne? Hier zum Beispiel Vogelspinnenfalke. Und ein Schnabeltier. Was ist das hier? Ein Guster. Ein Kamjilee. Ein Riesenoktopus, Bison, Springmaus, Jaleda-Affe, Flutter. Wahrscheinlich eine fleischfressende Pflanze, oder? Einroller. Na gut, Leute, das werden wir alles sehen. Aber auf jeden Fall habt ihr schon mal gesehen, wo die Reise hingeht. Also das sind viele, viele Mobs, die wir noch nicht kennen. Nehmen wir uns ein bisschen Kohle mit, würde ich sagen. Aber nicht, wie sieht denn unser Inventar aus? Ja, das sieht gut aus. Hier haben wir noch drei, dann haben wir schon 12-mal Eisen. Da könnten wir uns eine Eisenspitzhacke und ein Eisenschwert auf jeden Fall erstmal machen, würde ich sagen. Wir haben ja noch kein Schwert und dann machen wir uns gleich eins aus Eisen. Und es wäre nicht schlecht, wenn hier noch eine Spinne irgendwo um die Ecke kommt, die wir killen können. Weil wir brauchen ja auf jeden Fall noch zwei Fäden. Vielleicht sollten wir auch mal hier hochschauen. Vielleicht finden wir hier auch noch was Feines. Was ist hier? Naja, Kupfer. Damit müssen wir uns jetzt nicht unbedingt aufhalten. Nehmen wir noch mit hier. Und dann schauen wir mal, ob wir in dieser Folge unser Backpack bekommen. Und wenn wir das Backpack haben, dann können wir uns ja auf jeden Fall, können wir ja auf jeden Fall weiter traveln, um vielleicht einen schönen Platz zu finden, vielleicht einen schönen Berg oder so, wo man sich dann wirklich ausbreiten kann. Denn wir können ja nicht nur Maschinen bauen, sondern wir können ja auch, also
richtige Fabriken bauen, ne? Das finde ich auch sehr interessant mit Förderbändern etc. Also wir können uns unser Zeug irgendwie dann, also viele, viele Sachen selber produzieren auf jeden Fall. Und das ist das, was das Ganze eben so sehr interessant macht. Wo sind wir denn hier? Das wäre natürlich vielleicht sogar auch schon eine schöne Fläche hier oben, ne? Ich meine, das wird ja auch ein bisschen tiefer gehen, aber vielleicht finden wir noch was Höheres. Also wo wirklich die Kapazitäten sehr weit offen sind. Die Platzkapazitäten. Oh, so tief sind. Aber naja, da finden wir vielleicht bestimmt noch was Höheres. Ah, guck mal, hier haben wir eine Höhle. Da könnten wir natürlich auch mal reingucken und da werden wir vielleicht auch eine Spinne finden, ne? Ist gar nicht. Irgendwie sieht das ganz schön gut aus hier. Vielleicht sollten wir da mal runter. So sagen, das machen wir. Wir machen das. Wir essen aber erstmal was. So, dann würde ich sagen, oh Leute, ist das tief. Oh Mann, wir haben bloß zwei Fackeln. Aber die können wir uns ja schnell machen. Brauchen wir ja nicht mal eine Werkbank dazu. Boah, Alter. Hauptsache, ich habe jetzt kein Mist gebaut hier. Weil hier sind bestimmt auch reichlich Skelette. Und hier haben wir Leuchttintenbeutel. Wir machen uns mal fix ein paar Fackeln. Gut, dass wir Sticks mit haben. Die können wir uns ja hier im Schnell-Crafting-Menü machen. Oh Mann. Da habe ich die ganze Kohle weggeballert. Ist nicht so schlimm. Kohle gibt es ja, denke ich, genug. Oh. Das hier eigentlich. Bartstein. Pass mal auf, erst hier Gorkin-Mob und dann kommen sie alle auf einmal. Und da unten sind Diamanten, Leute. Aber da brauchen wir erstmal eine Eisenspitzhacke. Aber ich würde denken, die holen wir uns auf jeden Fall noch. Gibt es auch reichlich Eisen, das ist gut. Nehmen wir noch ein bisschen Bruchstein und bauen uns hier easy rüber. Sehr schön. Drum ist auch noch Eisen. Sehr gut, dass wir hier runtergegangen sind. Das war ein Glücksgriff, aber ja, wir können uns eine Werkbank machen, das ist kein Problem, ne? Wir brauchen nämlich gleich neues Werkzeug. Das wäre schlecht, wenn wir jetzt kein Holz mit hätten. Das wäre irgendwie echt blöd. So, machen wir uns gleich mal eine Steinspitzhacke. Dann machen wir uns auch noch eine Eisenspitzhacke. Ein Eisenschwert, damit wir, wenn hier jemand um die Ecke kommt, so, dann machen wir uns erstmal die Eisenspitzhacke. Zack. Dann auch einer aus Stein. Zack. Und die. Ah, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Man noch nicht mal ein Schwert. Ein Schild könnte man sich auch machen, ne? Aber ich glaube, dafür haben wir nicht mehr genug Holz jetzt.
Gut, schnell, schnell, schnell. Zack. 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 Ich glaube, für Schild reicht's nicht. Nee, ne? Nee, definitiv nicht. Oder? Warte mal, ich muss noch mal gucken. So, hier kommt einer hin, ne? Hier kommen drei hin. Nee, wir haben ein zu wenig. Ein Holzklotz. Ein Bretterklotz. Ach, das war so komisch, weil der hier im Wasser rumgeturnt ist. Deswegen ist er dann auch nicht hier hochgekommen. Hab mich schon gewundert. Der Skelett. Uns das Eisen gleich noch. Vielleicht die andere Steinspitzhacke. Oh, da oben geht's weiter. Ah, Leute, vielleicht sollten wir uns überlegen, ob wir vielleicht erstmal gleich hier bleiben, ne? Ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange traveln. Hier sind wir erstmal. Hier können wir uns ja schon mal richtig ausbreiten, auf jeden Fall. Und wenn wir später vielleicht noch expandieren wollen, dann können wir uns ja immer noch mal was anderes suchen, ne? Oh Mann. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Stelle hier so haltet. Also ich finde es sehr interessant. Da haben wir auch erstmal reichlich Rohstoffe. Ich denke, das könnte schon passen. Mache euch mal ein bisschen Licht, natürlich. Dann holen wir uns unten die Diamanten noch. Da ist eine Spinne. Was sind die jetzt? Ah. Nee, da tauche ich jetzt nicht hin. Oh, das war schon mein Fehler. Oh oh. Oh gut, das Skelett hat er auch gleich gekillt. Schon mal nicht so verkehrt. Wo habe ich jetzt verdammt noch mal? Ist das Eisen? War doch, glaube ich, hier, ne? So, und da unten hatte ich die Diamanten gesehen. Da sieht man sie ganz deutlich. Und hier ist auch noch Eisen. Ne, das ist Gold. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Alter, reg mich nicht so. Warum das jetzt? Oh oh, was kommt hier? Irgendwas kommt hier angelatscht. Mal wie tief das noch geht. Oh, Diamanten. Nice. Oh Mann. Kann er nicht runterfallen? Noch so ein Vieh. Unsere ersten Diamanten, Leute. Wie gut ist das denn? Oh, jetzt werde ich gleich runterfallen hier. Natürlich nicht unbedingt passieren. Oh Mann. Gut, Leute, ich glaube, wir haben erstmal schon
einen guten Spot gefunden, Leute. Obendrauf können wir uns auf jeden Fall schickes Häuschen bauen, würde ich denken. Und hier unten kommt dann unser ganzes Fabriksystem hin. Ich denke, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir sozusagen schon mal unseren Spot. Und der jetzt. So Leute, dann würde ich sagen, dann gehen wir aber erstmal wieder hoch. Da kommt da. Eine Spinne hätte ich gerne noch. Hätte gerne ein Backpack, ne? So was hätte ich mir in Vanilla Minecraft schon immer gewünscht. Also in der Bedrock Edition auch. Aber zocke ich ja noch nicht so lange. Die nehmen wir uns wieder mit. Ich würde gerne noch mal eine Spinne finden, Leute. Können wir uns vielleicht auch noch mal angucken hier. Das Eisen. Auf jeden Fall. Apis haben wir hier auch reichlich erstmal. Hier geht es auch noch weiter. What the fuck? Oh Mann, hier ist Sackgasse. Aber das ist jetzt nicht so wild. Gut, was ist das hier? Das ist Kalzit und das hier ist ja der Kalkstein. Das ist Tiefenschiefer. Tiefenschiefer. Und was ist das, Andesit, ne? Ne, Tuffstein ist das. Okay. Das ist Tuff. Aber hier geht es auch noch weiter runter. Aber Gold. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir holen uns aber noch das Eisen hier. Das snacken wir uns auf jeden Fall noch. Mache hier auch noch meine Fackel hin. Zack. Dann denke ich, machen wir uns langsam wieder nach oben. Vielleicht sollten wir noch die Nacht abwarten. Hätte schon gerne in der Folge noch das Backpack fertig bekommen. Ich bin so gespannt auf das Backpack, Leute. Also, was heißt gespannt, ne? Aber ich finde das so nice, dass es sowas gibt. Und vor allen Dingen auch die ganzen anderen Mods. Ich bin voll begeistert gerade. Also das ist extrem, würde ich sagen. Extrem begeistert. Die Mobs. Ja, das ist auch spannend. Ne? Wenn Creeper dort nicht dabei wären, die gehören einfach zu Minecraft. Also das wäre auch ein bisschen komisch vielleicht irgendwie. Und es ist halt auch ein Ding, wo man halt wirklich auch aufpassen muss. Ne? Nicht, dass der auf einmal hinter einem steht und dann bringt er einen in die Luft. Natürlich immer eine unangenehme Sache. Wir sollten was snacken. Gucken wir uns das Ganze hier noch mal ein bisschen an, kurz. Was ist hier? Hier haben wir auch irgendeinen Rohstoff. Nee, den sollten wir lieber mit der Eisenspitzhacke abbauen. Das ist Deep Slate, also Zink ist das. Zinkrohre. Das heißt, da bekommen wir dann, so wie ich das kenne, also das müssen wir auch erstmal schmelzen und dann bekommen wir da
aber keine Bahnen raus, sondern normalerweise Klumpen, also diese kleinen, wie diese Eisenklumpen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, ich glaube schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Und die müssen wir dann zu Bahnen craften. Oder können die eventuell auch so benutzen. Oh, da ist ein Enderman. Hier ist Eisen. Das kommt noch mit auf jeden Fall. So. Was haben wir hier? Das ist Schwarzstein, ne? Ja. So, ich baue mich hier mal kurz rein, Leute. Stück weit. Zwei Blöcke hoch. Das ist, glaube ich, was ich vorhabe. Enderman! Enderman! Er reagiert gar nicht. Schade, dass wir keinen Bogen mit haben. Alter, guck mal, wie tief das da runter geht. Mist. Da kommen wir hier an der Seite lang. Uns nicht. Jetzt, oder? Oh, oh. Nein! Nein, Leute. Naja, gut, dass es nicht so weit ist. Gut, dass es nicht so weit ist. Der erste Tod. Oh Mann. Das holen wir uns jetzt noch fix und dann bin jetzt ein bisschen übermütig geworden. Und ich dachte auch nicht, dass der mich so schnell klatscht. Aber der hat mich voll erwischt. Ja, das ist gut, dass wir hier einen Wegpunkt haben, ne? Dann findet man halt den ganzen Stuff weiter. Stell dir mal vor. Oh nee. Stell dir mal vor, du hast ein Backpack. Wir können ja die Backpacks auch noch upgraden. So dass wir jede Menge Stuff mitnehmen können und dann passiert irgendwas, was du nicht ahnst und du findest dein Zeug nicht mehr, Alter. Das ist auf jeden Fall sehr demotivierend und von daher finde ich das schon gut, dass wir hier also sozusagen einen Grabstein haben. Unser Zeug haben wir auch so wieder im Inventar, wie es vorher war. Und das ist richtig nice und das macht die ganze Sache auch ein bisschen entspannter, ne? Weil ansonsten müsstest du ja wirklich, also ich denke mal, guck mal, wenn du so einen Haufen Zeug hättest und du findest das nicht mehr, das ist so demotivierend, da würdest du, glaube ich, zumindest den Spielstand aufhören zu spielen, weil das ist echt, weil das echt krass wäre, ne? Also ist schon gut so, dass es das gibt und das können wir auch irgendwie löschen, ich weiß aber noch nicht genau wie. Da müssen wir dann mal schauen. Wir können ja, wir haben ja hier die Minimap, aber ich weiß nicht, wie wir die Karte richtig öffnen. Also, so geht das. Gut, ich will den Wegpunkt hier löschen. Das ist mein Tod und den kann ich jetzt löschen. Zack. So, dann ist das natürlich weg. Ansonsten hätten wir ja diesen Strahl, den würden wir ja immer sehen. Das wäre natürlich auch ein bisschen doof. Wenn dann die ganze Welt voller solcher Strahlen ist und am Ende weißt du nicht mehr, wo du jetzt vielleicht einen Wegpunkt setzt oder nicht. Das ist natürlich eine Sache für sich. Und wir gehen jetzt wieder hoch, würde ich sagen. Und nehmen uns das Eisen hier noch mit. Na ja, gut, jetzt sind wir, glaube ich, vorbei.
Egal. Wir machen es einfach mal oben. So, wunderbar. Nein. Ja, so eine Sache, ne? Einmal ist er weg, ist der Boden unter den Füßen weg. Da muss man halt auch besser aufpassen, ne? Aber manchmal ist es eben so, dann findet man sein Zeug nicht wieder. Das Bett, wo du den Respawn-Punkt gesetzt hast, Blöcke weit weg, ne? Tausende von Blöcken vielleicht. Und dann findest du dein Zeug nicht mehr. Das kannst du dann vergessen. Ist mir auf jeden Fall schon so gegangen. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Von dem Wegpunkt. So, jetzt haben wir zwei Eier. Ich hole hier noch. Können wir auf jeden Fall unser Eisen schmelzen. Da ist noch ein Ei. Wo ist jetzt? Jetzt suche ich schon wieder unser Zeug. Ah, da ist es ja. Ein Rabe. Da haben wir ja reichlich Kohle. Guckt ihr das an. 22 mal Eisen, ist das geil. Oh, haben wir hier noch Holz drin, ne? Jawohl. Dann können wir uns jeden Fall ein Schild machen. Jetzt gleich am besten. So. Hier so. So. Dann kommt hier noch ein Eisenbahn rein. Dann haben wir schon das ein. Das ist ein einfaches Schild. Ich glaube, hier gibt es auch viele, viele Schilder. Aber da braucht man dann halt auch noch andere Sachen erstmal dafür. Gut. Okay, gut, Schild haben wir. Was könnten wir uns jetzt theoretisch hier noch alles machen? Diamantschwert, weiß ich nicht. Erstmal eine Diamantspitzhacke dann, bevor wir uns ein Schwert machen. Wir haben ja gerade erst das Eisenschwert gemacht. Gebundenes Leder. Eisenküchenmesser, ne? Was so alles nutze ist. Hier haben wir eine Rutsche. Wenn wir vielleicht irgendwo runterrutschen wollen. Luft oder so. Okay. Gut. Plattenspieler könnten wir uns machen. Brauchen wir aber noch nicht. Und ich würde sagen, ich warte jetzt hier, ob ich vielleicht noch eine Spinne finde. Da hinten ist eine. Die können wir uns noch fix holen, Leute. Und dann aber noch was. Bin schon wieder sehr hungrig. Die Spinne, die müssen wir uns jetzt noch holen, Leute. Ich will auch nur eine Spinne. Alter, will ich doch gar nichts. Da ist eine. Hoffentlich droppt die den Faden. Nee, weg hier, weg hier. Weg hier, Leute, weg hier. Das bringt nichts. Das bringt 0 Punkte.
Alter, gehen die mir auf den Sack. Aber eigentlich, die Spinne müsste ja tot sein. Da liegt der Faden. Da ist er. Wir schleichen uns. So, jetzt aber. Da ist auch eine. Was war denn das gerade? Ein Creeper? Wusste ich's doch. Ah, nee. Alter. Herr Walter. Piss dich. Nein, jetzt hat er auch nicht. Shit, shit, shit. Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Ich wollte mich gerade hier runter verkriechen. Zwei Tode in einer Folge, das ist nicht schön. Naja, gut, ich wollte es nicht anders. Ich wollte eigentlich den Enderman klatschen und nicht umgedreht. Und zwei Todesscheine hier. Nicht gut. So Leute, dann machen wir jetzt den Feierabend. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wird mir nicht zu lang. Ich will nicht haufenweise rausschneiden. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und es mir damit zeigt. Kommentiert auch gerne für den YouTube-Algorithmus und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen. Dann könnt ihr auf meinem Kanal nichts Neues mehr verpassen. Und wenn ihr zusätzlich noch die Glocke aktiviert, werdet ihr sogar über jede Neuigkeit benachrichtigt. Bleibt gesund, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.